Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 5. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 10. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften, Drucksache 19/3471. Wortmeldungen liegen keine vor. Bitte. Hätte ja sein können. Die Frau Staatsministerin hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ihnen liegt der unter Federführung des Justizministeriums erstellte Entwurf für ein 10. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften vor, das sogenannte Sammelgesetz. Das Prozedere der jährlichen Sammelgesetze ist Ihnen bekannt. Wesentlicher Inhalt des diesjährigen Sammelgesetzentwurfs ist die Verlängerung der Geltungsdauer von insgesamt 5 Stammgesetzen aus den Bereichen Justiz, Inneres und Wirtschaft. Es ist jeweils die Fortschreibung und Befristung oder die Entfristung nach dem hierfür eingeführten Stufenmodell vorgesehen. Im Fall des Hessischen Datenschutzgesetzes soll jedoch zunächst lediglich eine Interimsbefristung von 2 Jahren erfolgen, da in dieser Zeitspanne eine Anpassung des Regelungsgehaltes an die jüngst ergangene Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union und somit eine umfangreiche Novellierung erfolgen muss. Eine Besonderheit des diesjährigen Sammelgesetzentwurfs stellt die zusätzliche Aufnahme der Änderung des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung in Artikel 2 dar. Diese im Bereich der Justiz umzusetzende Änderung erfolgt nicht im Zusammenhang mit einer Befristungsregelung. Sie dient vielmehr dazu, dass eine in der Anlage des Hessischen Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung enthaltene Verweisung auf die Bundesrechtsanwaltsordnung auf den aktuellen Stand zu bringen. Auf diesem Weg wird der ursprünglichen Regelungsabsicht des Gesetzgebers, die Durchführung eines Vorverfahrens in sämtlichen verwaltungsgerichtlichen Anwaltssachen auszuschließen, wieder uneingeschränkt Geltung verschafft. Um diese von den hessischen Rechtsanwaltskammern angeregte geringfügige Änderung zeitnah und mit möglichst wenig Bürokratieaufwand umzusetzen, habe ich die Aufnahme in den Ihnen nun vorliegenden Sammelgesetzentwurf veranlasst. Wegen der Details zu den genannten Änderungsvorhaben erlaube ich mir, auf den Inhalt des Gesetzentwurfs und die Begründung zu verweisen. Im Übrigen kann ich jetzt schon zusagen, dass dem zuständigen Rechtspolitischen Ausschuss wie auch in den Vorjahren zeitnah die Anhörungsunterlagen zur Verfügung gestellt werden. Frau Ministerin, herzlichen Dank für das Einbringen des Gesetzentwurfs. Ich eröffne die Aussprache. Der Kollege Marius Weiß, SPD-Fraktion, hat das Wort, wenn er es möchte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, kleines Jubiläum, das 10. Befristungsverlängerungsgesetz. Das würde natürlich dazu einladen, hier noch einmal ausführlich über Sinn und Unsinn von Befristungen der ganzen Landesgesetze zu reden. Will ich hier aber trotzdem nicht machen. Nur der kleine Hinweis, dass der Gesetzentwurf, der hier vorliegt, der eine ganze Menge Befristungen verlängern soll, ist selber überhaupt nicht befristet. Das als kleiner Hinweis dazu. Insgesamt sollen 6 Gesetze hier geändert werden. Zum Einzelnen die Änderung zum Ausführungsgesetz der Verwaltungsgerichtsordnung macht nach der Durchsicht aus unserer Sicht Sinn. Gleiches gilt für das Einführungsgesetz zum BGB. Beim Datenschutzgesetz, Frau Ministerin, Sie haben es gerade gesagt, die Verlängerung ist nur interimsweise. Auch diese Begründung ist aus unserer Sicht nachvollziehbar. Beim Ausführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz, auch Inhalt dieses Artikelgesetzes, soll eine Entfristung passieren. Das ist auch in unserem Sinne und begrüßen wir auch. Wir haben 2 Änderungen. Zum einen des Eigenbetriebsgesetzes und des Gesetzes zur Errichtung der IT-Stelle. Frau Ministerin, da gibt es Einlassungen jeweils vom Städtetag bzw. von der neuen Richtervereinigung, die wir gerne hätten, die wir gerne nachlesen möchten. Sie haben ja eben dankenswerterweise zugesagt, dass wir
die Evaluierungsunterlagen haben könnten. Wir brauchen sie eigentlich nicht zu jedem Gesetz, sondern eigentlich nur diese beiden Stellungnahmen zum Eigenbetriebsgesetz und zur Errichtung der IT-Stelle. Wenn wir die rechtzeitig bekommen, vielleicht sogar noch Ende dieser Woche, dann können wir uns sogar vorstellen, dass wir das nächste Woche in der Sitzung des Rechtsausschusses nächste Woche Mittwoch dann schon einvernehmlich über die Bühne bekommen und dann in zweiter Lesung noch vor der Sommerpause verabschieden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Marius Weiß. Das Wort hat der Abg. Hartmut Honka, CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, das Sammelgesetz, wie es in unserem Sprachjargon heißt, ist in diesem Jahr sehr übersichtlich. Ich denke einmal, die Frage zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung als Folge der Änderung auf Bundesebene für Syndikusrechtsanwälte ist noch das auf der einen Seite Spannendste, aber nur für die Betroffenen. Und von daher ist es klug, wie hier vorgeschlagen wurde vonseiten der Landesregierung, die Regelung auf hessischer Landesebene zu ändern. Alles Weitere ist sehr übersichtlich, so wie es unsere Sammelgesetze sein sollten. Und von daher ist es der richtige Weg gewesen, den die Landesregierung damals vor vielen Jahren beschritten hat, die Gesetze grundsätzlich zu befristen. Und es zeigt sich, dass es der richtige Weg war. Von daher gehen wir davon aus, dass wir eine zügige und trotzdem kompetente Ausschussberatung stattfinden lassen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Honka, für den zügigen Beitrag. Das Wort hat die Frau Kollegin Karin Müller, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da wir uns ja anscheinend diesmal bei den Sammelgesetzen sehr einig sind, rege ich doch an, das nächste Mal vielleicht die Redezeit etwas zu verkürzen. Das würde die Planung des Tages auch ein bisschen überschaubarer machen, weil wir ja alle die 7,5 Minuten nicht ausnutzen werden. Die Frau Ministerin hat das Gesetz ausführlich eingebracht. Es gibt keine weiteren Anmerkungen. Herr Honka hat schon gesagt, der einzige Punkt ist, dass die Syndikusanwälte auch kein Vorverfahren im Rahmen der Verwaltungsgerichtsordnung machen müssen. Und die Rechtsanwaltskammer Kassel-Frankfurt hat das auch sehr begrüßt. Und dann freuen wir uns auch auf die Anhörungsunterlagen und die weitere Beratung im Ausschuss. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rentsch von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich muss zugeben, dass ich die Rede vom Kollegen Weiß am besten fand zu diesem Tagesordnungspunkt und kann mich ihr eins zu eins anschließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit sind wir am Ende der Debatte in der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf der Landesregierung in den RTA.